So. Was haben wir denn hier noch? Boah, wie geil das ist. Okay, hier kommen wir anscheinend nicht rein. Zerlege es deine Upgrades. Ah, habe ich jetzt nicht gemacht. Ah, verdammt. Habe ich jetzt nicht gemacht. So. Hätte ich natürlich erst machen sollen. Okay. Mich würde interessieren, ob hier häufiger hingeht. Ah, das mit den schwarzen Löchern hätte mich auch interessiert, wie wir da reisen können. Aber gut, jetzt habe ich die Ausdauer. Was brauchen wir denn für die Ausdauer, für den Anzug? Technologie. Zink, Iridium. Mhm, schön. Und wir brauchen... Was hat die gesagt? Wir brauchen für... Was war das denn nochmal? Da war doch noch ein Upgrade, ne? War da nicht noch irgendwo ein Upgrade? War das fürs Raumschiff? Wir brauchen doch auch sowas wie Zink oder so. Für was war das denn nochmal? Oder war das für die, oder war das für die Technologie, die wir hier erlernt haben? Ach, Zink war das, genau, Zink. Jawohl. Eisen war das. Aber wofür war das denn nochmal mit dem Eisen? Ich, das, Alter Schwede. Da ist auch eine Raumstation. Ich bin unschlüssig, wo wir hinfliegen, ganz ehrlich. I believe I can fly. So, ich glaube, wir fliegen mal dahin. Armless 2000, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo! So. Für das, was du von John Cena bekommen hast. War das für die Ausdauer? Feindlicher O. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Feindlicher Subraum. Oh. Oh nein, 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 oh nein. Wo sind sie? Wo sind sie? Alter! Weltraumschlacht! Und ich kann mich nicht so schnell bewegen. Fuck, Alter. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Ja, wo ist er denn? Das gibt's doch nicht. Und ich kann hier nicht wegfliegen, ey. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der Planet, wo ich hin wollte? Verdammt. Da. Oh Mann, Mist. Wo ist das Schild? Wo ist das Schild? Wo ist das Schild? Mist, ich hab nichts. Ja, mach's gut, HSV-Fan. Schlaf gut. Fuck, ey. Jetzt müssen wir erstmal unsere Sachen sammeln. Mist, ey. Wo sind wir jetzt? Wo ist mein Grab? Da ist mein Grab. Da fliegen wir jetzt erstmal hin. Prost! Verdammt, ey. Da werden wir von Weltraumpiraten erstmal angegriffen und erledigt. Nein, jetzt komm nicht schon wieder, ey.
Achso, nicht genügend Treibstoff. Deswegen. Ich habe schon gedacht, schon wieder Piraten. Handelsposten entdeckt, aha. Da oben. Auf dem Planeten, glaube ich, ist das. Alter, 35 Zuschauer, ihr seid wahnsinnig viel. Lieben Dank, Dankeschön. Huch. Guck mal hier, was ich kann, was Schönes. Hui. Hui. Na, wird einem schon schlecht? Das ist... Uah. Ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir gleich wieder angegriffen werden. Das wäre nicht so schön. So kann man auch Tanium mitnehmen, natürlich. Warum nicht? Achso, für Impulsfintrieb haben wir doch Tanium gerade gesammelt, oder? Ach da. Warte mal, du müsstest jetzt gehen, oder? Yeah, eine Sekunde. Verlorenes Inventar wiederhergestellt, sehr schön. So, bin dann mal weg, alles klar, Verzockte. Ich wünsche dir viel Spaß, schlaf gut, ciao, ciao. Warte mal, bevor wir jetzt dahin fliegen, würde ich gerne in Richtung Handelsposten fliegen. Uah. Das sieht nach Schnee aus. Das sieht sehr stark nach Schnee aus. Auf diesem Planeten. Ich bin gespannt, wo wir da hinkommen jetzt. Das könnte Schnee sein. Ich vermute, dass wir hier mit Kälte zu tun haben. Da hinten sind irgendwelche Strahlen. Keine Ahnung, was es ist. Jawohl, ein Handelsaußenposten. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Dann werden wir mal landen. So. Eiskalter Planet. Schnee. Alarmstufe, reichabhängig, okay. Kannst du landen, wo du willst? Ja, kann ich. Ich kann überall landen. Ich kann hier landen, ich kann da oben auf dem Berg landen, überall, egal wo. So, wir haben also hier mit der Kälte zu tun. Minus 71. Hallo. Mich würde interessieren, wenn ich dir angreife, was dann passiert, aber ich will es gar nicht wissen. Das ist... Selten. Als ich mich der elektronischen Lebensform näher, beginnt sie mich instinktiv von Kopf bis Fuß zu analysieren. Sie zwitschert lebhaft und neigt dabei den Kopf zur Seite. Je länger sie mich analysiert, desto mehr verbraucht das Ressourcenfach der Anlage etwas, das mein Scanner als Silikatelement misst. Ich tue so, als würde ich wenig über sie oder ihre Kommunikation wissen, worauf die Lichter in ihrer Maske zu leuchten beginnen. Ja, wir haben aber nichts davon. Auch bei Frauen. Boah, der war so gut. Boah, der war so gut. Boah, Alter, schon lange nicht mehr so gelacht. So. Können wir das verkaufen? Das verkaufen? Alter. Das bringt 80.000. Aber ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir den noch. Vielleicht ist der noch wichtig für irgendwas. Der Stein, der Atlasstein. Ich weiß es nicht. Ne? Good impression, Flexi. I could tell the difference. Yeah. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier auch auf Wanderschaft. Weil wir brauchen ja... Was war das? Eisen und Zink und sowas alles, ne? Okay.
Haben wir denn genug Platz eigentlich im Inventar? Ja, haben wir eigentlich, ne? So einigermaßen. Kann ich das denn? Ich übertrage mal ein paar Sachen. So, dann haben wir nämlich, haben wir wieder freies Inventar. Da können wir ein bisschen, ne? Atlaspass, genau. Ach ja, genau, für den Atlaspass war das gewesen. Stimmt, jawohl. In your face, Spuck. Vielen lieben Dank für den Tipp. Ich habe das wieder total vergessen. Ihr wisst ja, ich um mein Köpfchen. So. Also Eisen brauchen wir, Zink, um den Atlaspass herzustellen. Ich fliege jetzt mal erstmal so ein bisschen über den Planeten, um mal so ein bisschen Ausschau zu halten. Um für, ah, guck mal an, da ist schon mal eine Basis, da kann man dann hier schon mal landen. Ich sage, landen wir mal hier. Die ist rosa, die Basis. Ich hab keine Ahnung warum. War geraten. Aber war richtig geraten. Die Basis sieht nicht belebt aus. Was haben wir? Oh, Zink, guck mal. Wo wir schon einmal hier sind. Was ist das denn? Ah, kein Analvisier installiert. Kann ich auch nicht bauen, weil, warum? Ich brauche Eisen dafür. Was ist denn? Bist du lieb oder bist du... Alter, voll geil. Ist ja voll knuffig. Warte doch mal. Hey. Alter, ist ja süß. Wieder abhaut. Voll geil. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Es ist so... Keine Ahnung. Es ist so geil. Ich bin echt gespannt, was für Lebensformen es noch so gibt. So. Ich speichere mal das Spiel hier einmal. Ah, das ist schon... Eulgier Tiefland. Ich will so unglaublich gerne das Spiel spielen. Ja, dann tu's doch. Dann kauf's dir. Kauf's dir. Aber wie gesagt, ihr müsst es selber spielen. Es ist unbeschreiblich. Es ist echt unbeschreiblich. Er hat gerade anal gesagt. Einfach so. Ja, ich hab... Es ist... Sag mal, das heißt doch anal. Oder... Anal. Analysevisier. 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 Da steht anal. Das ist... Okay, hier scheint irgendwas mächtig schiefgelaufen zu sein, wenn ich das mal sagen darf. Und vor allen Dingen, ich finde bei dem Spiel so geil, man kann quasi so ein bisschen so seine eigenen Geschichten interpretieren. Zum Beispiel, was könnte jetzt hier passiert sein? Hat irgendeine Lebensform hier... Noch Plutonium. Halleluja. Haben wir ja noch nicht genug von. Werde ich mal eben zum Raumschiff transferieren, damit wir noch ein bisschen Platz haben wieder. Was ist hier passiert? Naja, man kann so ein bisschen überlegen, Spezies ist hier eingebrochen und... Jeden Moment klettert das Alien aus dem Schacht. Ich sehe es jetzt schon kommen. Die ganzen Streams machen so einfach süchtig und bin pleite. Oh, das tut mir sehr leid. So, was haben wir denn jetzt gekriegt? Das tut mir sehr leid. Alter, diese Schildplatte, die brauche ich gerade nicht. Ja, das war aber mit Pleite sein, das kenne ich, aber das ist, das kenne ich zu gut. Das hatte ich auch ziemlich lange gehabt. Oh, Kanonenschaden, tau. Sehr schön. Schon wieder Plutonium. Das ist unfassbar. Transferiere das mal rüber. So, wir brauchen Zink und Eisen, haben wir gesagt. Das heißt, wir werden uns mal so ein bisschen in Bewegung setzen. Gehen wir mal da lang. Mal gucken, ist ja eigentlich relativ Wurst, wo wir... Was ist das denn? Sind das fliegende Fische? Was ist denn das? Was ist denn das? Sind das fliegende Aale? Also ich bin sehr begeistert, was die Lebensformen angeht. Das ist also... Huiuiui, unfassbar. Also bin da echt gespannt, was da noch so
in petto hat das Spiel. Ja, dann gehen wir mal, oder wir können ja auch in die Richtung mal gehen. So, Eisen brauchen wir und Zink. Dann mal den Scanner aktivieren. Aua. Das sieht gut aus. Das sieht aus, als würden wir da Technologie finden. Ein Tippflex, die tu einzelne Gegenstände nicht im Schiff lagern. Weil, warum? Ich muss ja hier sowieso aufladen, warte mal. Kann ich die stapeln? Wieso kann ich die nicht stapeln? Verbraucht unnötig Platz. Ja, aber ich will meinen... Weil wenn ich jetzt vom Schiff weggehe, ich kann ja im Schiff nichts lagern, wenn ich zu weit weg bin. Deswegen habe ich lieber mein Inventar jetzt im Rucksack leer und kann jetzt hier mit meinen 19 Plätzen... Kann jetzt viel mehr sammeln und tralala und was wir brauchen. Und deswegen habe ich auch erstmal so ein bisschen am Anfang des Spiels so ein bisschen auf Rucksack gepocht und habe mir die Rucksack-Sachen erstmal geholt. Hier läuft doch... Oh, ist er süß! Tipp, 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 tipp. Oh, ist er niedlich, Alter, voll geil. Voll geil. Voll geilo. So, wir lernen ein neues Wort. Korvax haben wir gerade gelernt, das Wort. Aha. Ah, Eisen, sehr schön. Warte. Lieber aus sicherer Entfernung, falls hier irgendwie so ein Wächter rumfliegt. Was, dort kannst du Ressourcen 500erweise stapeln und im Exo... 250. Was, hier kann man 200 stapeln? Hier kann man 5... Ach, hier kann man 500 stapeln? Eisen 250. Ich schick das mal rüber. 500. Ach, Tatsache. Ach, das ist ja krass. Wie Raumschiff. Ich habe das gerade rüber transferiert, aber zurück transferieren geht nicht, oder? Ach komm, das ist doch lächerlich. Eisen, Sascha, du brauchst Eisen. Lalalala. Ich muss aufpassen, dass er mich hier nicht sieht, der eine, ne? Wo ist der denn jetzt hin? Ist der weg? Da hinten fliegt der Drecksack. La 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 la. Du warst zu weit weg vom Schiff, stand da. Ja, aber ich habe doch gerade hier gestanden so und bin immer noch zu weit weg. Und kann es jetzt nicht wieder zurücktransferieren. Es ist so lächerlich gerade. Aber egal. Egal. Wieso stabilisiert sich der Wärmeschutz? Wir stehen mitten draußen in der Pampa. Oh, oh. Alter, schon zwei hier. Haben sie nicht gesehen. Haben sie nicht gesehen. Haben sie nicht gesehen. Oh, warte mal. Das nehme ich auch noch mit. Und Zink brauchen wir auch, ne? Egal, ich nehme das jetzt so mit den 250, ist jetzt egal. Hier ist schon mal Zink. Da scheint auch Zink zu sein. Und Eisen. Wir brauchen Eisen. Eisen. Nein, 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 nein. Anale nicht vergessen. Was? Achso, ja, ja. Ja, ich muss den unbedingt bauen. Stimmt. Den kann ich jetzt mal eben bauen. Mit Eisen konnte ich den ja, glaube ich, bauen, ne? Genau. Den Anal nicht vergessen, weil dann kann ich mir nicht scannen. Das bringt ja auch wieder Geld in die Tasche. Düt. Düt. Sehr schön. So.
Was, wegen solchen Sachen schreiben Leute auf Amazon das Game als... Wegen welchen Sachen? Schüler haben fast nie Geld, fühle mich wie ein Student. Ja, Studenten heulen auch immer rum, dass sie nicht viel Geld haben, aber naja. Das möchte ich mal so in den Raum gestellt haben. Aber gut, ich habe keine... Schlechteste des Jahres ab. Naja. Das sind die Leute, die das Spiel noch niemals gespielt haben. Finde ich. So, warte mal. Ich gehe mal in die Höhle, damit wir uns ein bisschen aufwärmen. Jawohl, sehr schön. Genau, jetzt kann ich Anale scannen. Anale Grande. Kann ich nichts scannen? Sony-Beschränktheit, ja. Analyse läuft. Die Analyse. So, warte mal. Ich hau mal nochmal den Scanner raus. Wo ist denn... Da ist bestimmt nochmal Zink, ne? Und hier ist nochmal... Ach, guck mal, hier lernen wir nochmal ein Wort. Wie geil. Konvergenz haben wir gerade gelernt, das Wort. Sehr geil. Genau, Flexi, Neid der Besitzlosen. Ja, das ist... Wie, ich finde sowieso, man kann sich sowieso kein Urteil darüber bilden, über Spiele, die man nie gespielt hat. Das machen auch ganz, ganz viele Leute. Die sagen sofort, Scheißspiel. Das, was ich gesehen habe, ist scheiße. Habe ich in Videos gesehen, Gameplays, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Weißt du, wenn ich doch... Ich sag mal, ich urteile zwar auch über Spiele, ja, aber... Ich würde nie behaupten, dass ein Spiel scheiße ist, nur weil ich es durchs Video gesehen habe. Gut, ich sag mal so 0815 Games, die keine Ahnung, die nicht unfertig sind oder tralala, ist natürlich klar, dann na, ist natürlich auch kein Spielspaß. Aber ich muss mir doch selber ein Urteil darüber bilden, wenn ich das ausprobiere. Du sagst doch nicht auch zum Beispiel, ne, Auto scheiße, obwohl du es nie gefahren bist.